Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fotoschnitzel. Wir sind gerade bei unserem Sponsor Coloring Photographic in der Schwanthalerstraße 35 und haben uns diese beiden Kameras geholt. Mehr dazu nach unserem richtig coolen 3D-Intro. Heute sind wir am Karlsplatz Stachus und vergleichen die Nikon D800 mit der Canon 5D Mark III. Viel Spaß! Zwei komplett unterschiedliche Kameras, aber eigentlich mit demselben Ziel, die zweitbeste Kamera aus dem Hause Canon und Nikon zu sein. Beide sind Vollformatkameras, haben einen CF- und SD-Karten-Slot, kosten ungefähr gleich viel, aber was die Unterschiede ist, das klären wir im Rest des Videos. Beide Kameras sind exzellent verarbeitet und bestehen fast ausschließlich aus Metall. Das bedeutet, dass sie auch gegen Wettereinflüsse ziemlich gut geschützt sind. Die 5D ist etwas kleiner, kompakter und leichter als die D800 und besitzt auch den Monitor mit der höheren Auflösung. Dafür hat die D800 einen größeren Sucher und hat mit 36 Megapixeln wesentlich mehr als die 5D, die nur 22 hat. Im Gegensatz zur D700, die direkten Vorgängerin von der D800, hat sie endlich eine Videofunktion bekommen, wesentlich bessere Farbtiefe und dreimal so viele Megapixel, nämlich 36 im Vergleich zu 12. Echt cool. Im Vergleich zur 5D Mark II bringt die 5D Mark III einen benutzbaren Autofokus mit. Das ist schon mal ein sehr guter Vorteil. Eine verschnellerte Serienbildaufnahme von 6 Bildern pro Sekunde anstatt von 4 und eine wesentlich bessere ISO-Performance. Hinter mir, meine Damen und Herren, sehen Sie die Frauenkirche in München in absolut überbelichtet. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wir vergleichen jetzt die beiden ISO-Werte dieser beiden Kameras, wie wir es bisher in jedem Kameravergleich gemacht haben, bis in dem Video über die D3200, was uns echt peinlich ist und das Video echt nicht gut ist, was ihr auch in euren Likes gezeigt habt. Ansonsten probieren wir es aus. Dass wir keine Probleme bekommen beim ISO-Test, gehen wir jetzt ins Parkhaus, weil da ist es dunkler. Und somit können wir vermeiden, dass wir dann irgendwann so bei Blende 36 ankommen und wir nicht mehr weitermachen können. Und ja, mal schauen, ob wir ein Parkticket ziehen müssen. Die D800 liefert bis ISO 800 sehr gute Ergebnisse. Ab ISO 1600 übernimmt dann aber die 5D klar die Führung, was an der hohen Pixeldichte der Nikon liegt. Den ISO-Bereich der D800 kann man von 6400 auf 25600 erweitern. Hier fängt der erweiterbare Bereich der 5D erst an und geht bis ISO 102400. In den High-Modis sind die Ergebnisse beider Kameras jedoch nicht wirklich zu gebrauchen. Beim ISO-Test haben wir jetzt ein bisschen mit den Kameras gespielt und ich muss sagen, bis jetzt ist die D800 in Sachen Usability tatsächlich besser. Einerseits sind die Dials besser, wir haben hier einen und auf der Vorderseite der Kamera, während wir bei der 5D Mark III an der Oberseite einen haben, direkt bei den Buttons hier, was ziemlich nervig sein kann, und hier an der Vorderseite. In Sachen Menüstruktur gefällt mir die 5D Mark III ein bisschen besser, weil wir hier so eine Art Cursor haben, mit dem wir dann durchgehen können, während wir hier nur mit den Dials arbeiten können. Aber man findet sich doch bei beiden relativ gut zurecht und eigentlich ist für mich die D800 der klare Sieger dabei. Die Bilder der D800 sind wesentlich schärfer als die der 5D, was in ihrem Sensor liegt mit 36 Megapixeln. Außerdem kann man im Nachhinein noch sehr gut reinzoomen, denn wenn man zum Beispiel 6-fach reinzoomt digital, hat man immer noch ein Bild mit 6 Megapixel Auflösung. Außerdem hat die Kamera einen höheren Kontrastumfang und höhere Farbtiefe als der Ableger von Canon. Wir sind jetzt hier an der Straße, dass wir Mitziehaufnahmen machen können von Autos, weil wir testen jetzt den Autofokus von diesen beiden Kameras. Zum Thema Canon, sie haben es endlich geschafft, ein funktionierendes Autofokus-System in die Kamera einzubauen, weil bei der 5D Mark II war das bekanntermaßen echt nicht so gut. Aber sie haben jetzt 41 Kreuzsensoren da verbaut, im Gegensatz zur Nikon D800, wo sie 15 eingebaut haben. Das ist schon mal wesentlich besser. Und wenn wir gleich Mitziehaufnahmen machen, die FPS vergleichen sich 6 FPS und 4 FPS, was aber der höheren Auflösung geschuldet ist, von 36 Megapixel. Beim Fotografieren der Mitzieher ist mir aufgefallen, dass die 2 FPS Unterschied zwischen 6 FPS bei der Canon und 4 FPS bei der Nikon einen wesentlich größeren Unterschied machen als gedacht. Außerdem geht die 5D Mark III wesentlich schneller auf den Fokuspunkt, während sich die D800 ein bisschen mehr Zeit genehmigt dabei. Und für alle Autofans, das ist ein McLaren MP412C. Ziemlich cool. Und jetzt kommen wir zum Hauptvorteil eigentlich von der Canon 5D Mark III.
Es gibt wie für ziemlich viele Canon-Kameras Magic Lantern. Das ist ein Tool, mit dem man so ziemlich alle Profi-Video-Features auf die Kamera draufbekommen kann. Zum Beispiel kann man die bekannte 20-Minuten-Grenze bei der Videoaufnahme von Spiegelreflexkameras sehr einfach umgehen. Oder man kann in RAW filmen, was einem sehr viele Möglichkeiten in der Nachbearbeitung gibt. Aber dafür gibt es dann noch ein gesondertes Video. Auf jeden Fall, wer professionell filmen will, der nimmt die Canon. Als Fazit lässt sich sagen, dass die D800 für die meisten Fotografen wahrscheinlich die bessere Wahl ist. Sie lässt sich besser bedienen, hat höhere Auflösung und gefällt eigentlich durch den Test wesentlich besser. Die 5D Mark III hat jedoch auch Vorteile. Sie hat einen besseren Autofokus, also für Sportfotografen wahrscheinlich die bessere Wahl und für Filmer auf jeden Fall auch die Canon. So, wir hoffen, ihr konntet unserem kleinen Review etwas abgewinnen. Und wir schinden jetzt Minuten. Weil dann können wir sagen, wir haben ein langes Video gedreht. Nun ansonsten bitte abonniert uns, schreibt Kommentare und bewertet dieses Video gut. Bis dahin, ciao und bleibt paniert und super geil.